Der Krieg in Nahost verschärft sich. Tausende Tote in Gaza, kaum Strom, kaum Wasser, Krankenhäuser müssen dicht machen. Israels Reaktion auf den brutalen Terror der Hamas vom 7. Oktober. Legitime Selbstverteidigung oder unverhältnismäßige Gegenwehr? Nicht nur in Israel, auch in Deutschland ist die Gesellschaft zunehmend gespalten. Pro Palästina oder pro Israel? Können wir darüber noch offen reden? Können wir, werden wir. Heute bei unserer neuen aktuellen Ausgabe von Studio M. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich sehr, dass Meron Mendel heute hier bei mir ist, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt, Deutsch-Israeli, geboren in Israel, lebt seit über 20 Jahren in Deutschland und hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie wir hier in Deutschland über Israel reden, wie wir aber auch über den Nahostkonflikt reden. Und er war Anfang des Jahres im April schon einmal hier und deswegen freue ich mich, dass wir heute gemeinsam hier über die neueste Entwicklung sprechen. Hallo und willkommen, Meron Mendel. Hallo, Reste. Herr Mendel, der 7. Oktober, sagt man, ist eine Zeitenwende für Israel und für den Nahostkonflikt. Wie sehr hat das Sie persönlich verändert? Ja, ich kann ja sagen, es vergeht kein einziger Tag, wo ich nicht so wieder auf dieses Datum, auf 7. Oktober zurückgeworfen wird. Also die Bilder, die damals auch in sozialen Medien liefen, verfolgen mir noch. Ich bin ständig in Kontakt mit Menschen in Israel, die ihre Kinder verloren haben, ihre Schwester oder ihren Bruder verloren haben. Ich fliege in 3 Tagen nach Israel und werde einige Friedhöfe auch besuchen. Also das ist ein Zäsur, auch für mich biografisch. Das hat stattgefunden in Orte, wo ich als Kind jede Woche war. Also diese Kibbuzim, die an der Grenze zu Gaza sind, das war unsere Nachbar-Kibbuzim. Wir sind dort zur Schule gegangen, wir haben mit denen Basketball gespielt. Natürlich, das wirft man sehr stark in die zurück in die Vergangenheit und ja, lässt mich also aktuell auch immer noch nicht los. Haben Sie das Gefühl, dass angesichts der aktuellen Bilder, die wir auch aus Gaza sehen, diese Bilder vor allem auch in deutschen Medien zu sehr in den Hintergrund geraten sind bei der Diskussion über den Konflikt, wie wir ihn jetzt erleben? Ich würde sagen, das passiert, das ist eine normale mediale Dynamik, also das kann man auch niemandem vorwerfen. Wir leben in einer digitalen Zeit, wo die Bilder serienweise nacheinander kommen und das, was in der letzten halben Stunde gepostet wurde, ist was man noch im Kopf hat und man vergessen, was vor 4 oder 5 Wochen, das scheint wie vor Ewigkeit zu sein. Nichtsdestotrotz, für die Israelis, die Bilder vom 7. Oktober sind immer noch sehr, sehr präsent. Und ich denke, da ist es so eine Verzerrung der Blick, also der Binnenperspektive der Israelis, die immer noch sehr stark im 7. und 8. Oktober sind, und der Blick aus dem Ausland, auch aus Deutschland, wo man viel mehr heute die Bilder aus dem Krankenhaus in Gaza hat und viele andere schreckliche Bilder, die zeigen, wie sehr die Zivilbevölkerung in Gaza leidet. Sie haben sich in den Tagen und in den Wochen auch nach dem 7. Oktober sehr enttäuscht über die Reaktion der deutschen Gesellschaft auf die Ereignisse in Israel, insbesondere bezüglich mangelnder Solidarität gegenüber Israel angesichts dieses brutalen Terrors geäußert. Wie sehen Sie das heute? Ja, erstmal muss man feststellen, dass am 7. und 8. Oktober keine breite Solidarität in der Gesellschaft gab. Da hatte auch der Krieg noch nicht begonnen gegen Gaza. Das bedeutet, die Tatsache, dass 1400 Juden in Israel abgeschlachtet wurden, Kinder, Frauen, unschuldige Menschen, Massenvergewaltigung stattgefunden hat, hat hier keinen Reflex ausgelöst. Also es ist nicht, dass die Menschen wie damals in 2001 nach dem September 11 Hunderttausende auf der Straße gegangen sind. Das ist nicht passiert. Es ist nicht wie in 2015, als in Frankreich die Terroranschläge stattgefunden haben, dass alle waren auf einmal Charlie Hebdo, also dieser Satz, je suis Charlie, ging es überall. Das ist nicht passiert und das müssen wir das erstmal feststellen.
Das kann man auch nicht rückgängig machen, weil wir haben alles gesehen, also das große Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg hat stattgefunden und die Breite der Bevölkerung hat sich nicht sehr geruht davon oder hat sich nicht empört. Wie erklären Sie sich das? Ehrlich gesagt, ich denke, wenn es den Amerikanern passiert, wenn es Franzosen passiert, also das Gefühl der Massen hier, jemand hat den Angriff auf uns Europäer oder auf uns Westen. Und wenn es in Israel passiert, ist das Gefühl, das ist Angriff auf jemand anders. Also das sind die Israelis, das sind die Juden. Die gehören nicht zu diesem imaginären Kollektiv. Und das ist eine Erkenntnis, das ich mit mir seit dem 7. Oktober mittrage. Aber wie kann das sein, dass in einem Land, das sich für seine Erinnerungskultur geradezu feiert, wo ein deutscher Bundeskanzler den Satz von der Staatsräson, den ja Angela Merkel geprägt hat, nochmal erneuert, wo man also von offizieller und politischer Seite diese bedingungslose Solidarität hat, dass all das offenbar in einem Widerspruch steht zu dem, wie die Gesellschaft denkt oder empfindet? Ja, das ist noch ein Beweis dafür, was ich schon längst auch geschrieben und gesagt habe, dass diese Erinnerungskultur, diese Solidarität mit Israel immer ein Projekt einer politischen Elite war und ist, was in der gesamten oder in der breiten Bevölkerung keinen Rückhalt hat oder kaum einen Rückhalt hat. Das hat sich auch noch am 7. Oktober gezeigt. Und dann ist auch der Begriff der Staatsräson, das ist auch so ein Begriff der Politik, der sagt der Bevölkerung, ihr sollt das denken. Aber ob die in der gesamten Bevölkerung wirklich jeder Einzelne oder die Mehrheit der Gesellschaft wirklich so denkt, das mag ich unter Zweifel stellen. Auf der anderen Seite gab es Demonstrationen von palästinensischer Seite. Sehen Sie da ein Ungleichgewicht in Deutschland, wenn man sieht, wie einerseits, was Sie gesagt haben, mangelnde Solidarität der Gesellschaft, zumindest sichtbare mangelnde Solidarität auf den Straßen, und wenn man andererseits die Demonstrationen der Palästinenser und Palästinenserinnen sieht? Ja, kann man das auch so als spiegelbildlich sehen, während die Solidarität mit Israel auf der Politik einen Konsens bildet, aber keinesfalls in der Bevölkerung. Die Solidarität mit den Palästinensern zwar kein Konsens ist in der Bevölkerung, aber doch, wir sehen, dass bestimmte Gruppen ein hohes Maß an Solidarität mit den Palästinensern zeigen. Das ist wiederum in der Politik kaum Widerhall zu finden. Und das Gleichzeitigkeit dieser beiden Phänomene führt dazu, dass wir immer wieder diese Konflikte haben. Also Menschen Solidarität mit Palästinensern auf der Straße zeigen wollen, das ist, muss man auch klar sagen, das ist nicht nur legitim, das ist auch Teil der Demokratie und Teil der Meinungsfreiheit. Natürlich in bestimmte Grenzen, aber die Grenzen sind nicht besonders zu dem Thema Palästina-Solidarität. Die Grenzen, wo von einer Meinungsfreiheit zu Hetze überläuft, gelten auch in anderen Bereichen. Und wenn Leute jubeln auf Mord von Babys, auf Vergewaltigung von Kindern, das ist ein Problem und das muss auch verboten werden. Und wenn Menschen das Existenz von Juden in Israel leugnen oder die wollen sie alle vernichten, natürlich, das muss auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ich meine, dass in der Politik ist gerade so Unbeholfenheit mit dem Umgang damit. Also wie kann man diese Grenze gut setzen? Wie kann ich diese einzelnen Äußerungen verbieten oder beziehungsweise diejenigen, die sie tätigen, dann zur Rechenschaft zu ziehen, auf der anderen Seite keinesfalls ein Pauschalverbot zu machen. Oder es geht nicht nur um Demonstrationen auf der Straße, wenn man auch Konferenzen absagt, wenn Preisverleihungen verschoben werden oder Ausstellungen verschoben werden, das zeigt, dass wir hier vielmehr so wirklich ein Diskursproblem haben. Aber es ist interessant, dass Sie das sagen, dass sich sozusagen Palästinenser und Juden und Jüdinnen in diesem Land gleichermaßen alleingelassen fühlen auf unterschiedlichen Ebenen. Also von jüdischer Seite, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, von der Gesellschaft, von der Zivilgesellschaft alleingelassen, von palästinensischer Seite, von Regierung und offiziellen Organen alleingelassen. Wir hatten das ja in der Vergangenheit auch. Wir haben ja nicht nur mit Ihnen, auch mit Vertretern von Palästinensern und Palästinenserinnen hier gesprochen. Und diese Einigkeit im Gefühl, alleingelassen zu werden, eint eigentlich Palästinenser und Juden und Jüdinnen in diesem Land. Ja, Sie haben es gerade beschrieben. Also es ist dieses Gefühl beruht auf unterschiedliche Ebenen. Also das ist
das ist nicht in Ordnung, wenn die Politik eine bestimmte Bevölkerungsgruppe nicht achtet, wenn diese Bevölkerungsgruppe nicht das Gefühl hat, dass ihre Stimme gehört wird. Auf der anderen Seite das Gefühl von Juden in diesem Land, dass irgendwie deren Belange nicht in der Gesamtbevölkerung gesehen werden, dass Juden heutzutage Angst haben. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Angst, Hebräisch auf der Straße zu reden. Angst, ein Taxi zu bestellen mit dem echten Namen, wenn man das erkennt, dass es ein jüdischer oder israelischer Name. Das sind alle Situationen. Wenn Davidsternen auf Haustüren beschmiert werden, dann hat man das Gefühl, irgendwie etwas funktioniert nicht in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft. Aber haben Sie das Gefühl, das fällt zunehmend auseinander? Also ich sage mal, die staatlich behauptete Erinnerungskultur, die staatlich behauptete Solidarität, die staatlich behauptete Staatsräson, der staatlich behauptete Kampf gegen Antisemitismus und das, was wir andererseits aber gesellschaftlich erleben, dass wir eine, auch angesichts natürlich der Bilder aus Gaza, da kommen wir ja gleich noch dazu, eine unglaubliche Abneigung gegenüber der israelischen Regierung, auch dem israelischen Staat, der dann in Judenhass mündet, dass sozusagen die Bindung zwischen dem, was staatlich behauptet wird und dem, was in der Gesellschaft angeht, gerade im Blick auf Israel zunehmend auseinanderfällt? Ja, absolut. Das ist genau, was passiert. Wir haben schon gemerkt am 7. Oktober, dass von Anfang an hat es gebröckelt. Also dieser Reflex, wir stehen auf der Seite von Zivilisten, hat mindestens im Fall von Juden nicht funktioniert, also von jüdischen Israelis. Und deswegen, wenn es schon von Anfang an gebröckelt hat, dann ist nicht zu wundern, dass es sehr schnell kippt. Und sehr schnell werden auch also die Bilder aus Gaza, die auch unendliche Leid zu zeigen, überlagern die wenige Solidarität, die schon vorher irgendwie noch gab, wirklich dann, wir sehen, dass die Debatte hier wird eigentlich in zwei Lagern geführt. Also es gibt diejenigen, die dann Israel unterstützen, egal was, und es gibt diejenigen, die Israel von Anfang an, also auch am 7. Oktober schon gesagt haben, Israel hat kein Recht überhaupt zu reagieren und überhaupt nicht mal sozusagen die Mindest an Empathie auf den Tag gebracht haben. Denn ich frage mich auch manchmal, ich meine, wir leben in einem Land, wo inzwischen mehr als 20% für rechtsextremistische Partei wählen. Warum? Weil es gab ein Heizungsgesetz, wir mussten ein bisschen mehr zahlen. Also ich frage mich wirklich, wie würde die Bevölkerung hier reagieren, wenn auf einmal 14.000 Zivilisten, also das ist ungefähr die Verhältnisse, 14.000 Zivilisten an einem Tag regelrecht abgeschlachtet werden. Das heißt, keine Gerechtfertigung, aber das zu sehen, dass gerade Israel sehr massiv reagiert und die Leute in Israel existenzielle Angst haben. Sie haben Angst, dass morgen jemand vor der Tür steht mit Waffen und sie abschlachtet. Das kann man nicht so einfach zu sagen, ja, ihr solltet euch dann irgendwie an das und das halten. Sondern natürlich darf und sollte man Israel kritisieren, aber immer, wenn man immer diese Momente einmal nochmal durch den Kopf laufen lässt. Weil Sie den 11. September 2001 ja auch angesprochen haben, kann es damit zusammenhängen, dass die Zeit für Trauer gar nicht blieb, weil die Gegenreaktion, die Verteidigung Israels mit den Angriffen auf Gaza zeitlich in so unglaublich kurzer Zeit passiert ist und diese Bilder des Terrors so schnell überlagert worden sind durch die Bilder der Zerstörung in Gaza? Ja, ich höre immer wieder dieses Argument. Deswegen habe ich dann nochmal Berichte von September 11 nochmal geschaut und die Reaktion war unmittelbar. Also Stunden nach dem Angriff von September 11, Leute gingen auf die Straßen. Wissen Sie, dieser Satz, Je suis Charlie, ist 30 Minuten nach dem Anschlag auf der Redaktion in die Welt gesetzt und war innerhalb von Stunden millionenfach geteilt. Also wir wissen, dass gerade diese 48 Stunden, die zwischen dem 7. Oktober und dem 9. und 10. Oktober gab, das ist ewig. Und ich frage mich wirklich, also nicht der 7., für mich ist der 9. Oktober ein ganz wichtiger Tag. Warum? Weil der 9. Oktober ist der Montag, der erste Tag. Meine Kinder sind auch am 9. Oktober an dem Montag in die Schule gegangen.
Als sie nach Hause zurückkamen, habe ich sie gefragt, und habt ihr darüber gesprochen? Hat jemand was gesagt? Wurdet ihr in die Schulaula versammelt? Nix. Ich dachte, das muss ein Einzelfall. Also ich bin davon ausgegangen, nach so einer Katastrophe, dass irgendwie die Schulen hier in Deutschland. Ja. In keine einzige Schule, die ich weiß, wurden am 9. Oktober, an der ersten Montag nach dem Anschlag, die Kinder in der Schulaula versammelt. Was ich erwarte, von jeder Schulleitung vor die Kinder zu stellen und etwas was zu sagen. Also moralisch. Unsere Schulen sind nicht nur dafür da, um Mathe und Physik zu vermitteln. Sie sind da, um eine gewisse Haltung zu vermitteln. Und wenn 1400 Menschen einfach so abgestartet werden, sollten Schulen nicht einfach dafür irgendwie einen Bezug nehmen. Und dass es nicht passiert, hat nicht damit zu tun, dass es zu sehr schnell Israel reagiert hat. Das hat damit zu tun, dass es nicht als wichtig erachtet wurde. Aber woran liegt das? In deutschen Schulen wird über den Holocaust aufgeklärt. Man liest Literatur, man hat es im Geschichtsunterricht, man sieht die Bilder. Warum ist das auf der Aufklärungsebene oder auf der Bildungsebene vorhanden? Aber warum schaffen wir es nicht mehr, von der Ebene des Begreifens auf die Ebene des Mitgefühls zu kommen? Ja, kann man sich berechtigerweise auch die Frage stellen, auch diese Erinnerungskultur, wie wirklich erreicht sie die Menschen? Also das steht in Schulbüchern. Und am 9. Oktober werden in verschiedenen Städten auch Gedenkveranstaltungen abgehalten. Man sieht auch aber tendenziell, der Alterdurchschnitt wird immer älter. Heute ist diese Erinnerungskultur etwas, das die Menschen dann anpackt, dass sie sagen, ja, ich investiere meine Freizeit damit. Ja, natürlich gibt es auch solche, aber dann, das ist keine breite Bewegung wie in der 70er oder sogar in der 80er Jahre waren, der vorherige Jahrhunderttausende. Und wir sind, wir merken, dass es wirklich, was ich schon vorgesagt habe, dass es eine gewisse Schicht, die damit, eine politische Rhetorik, die damit einhergeht, aber wie die Herzen der Menschen erreicht diese Erinnerungskultur nicht mehr. Was müsste man ändern? Anders machen? Ja, also ich muss erst mal einatmen und ausatmen, weil das natürlich ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Und ich denke, das beginnt sehr, sehr im Kleinen an. Es beginnt an, dass man Juden als was ganz anderes sieht. Also wie wir unser Kollektiv verstehen, also die Gesellschaft ist nicht homogen. Wir müssen auf die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft schauen. Schauen wir beispielsweise auf die, so pauschal gesagt, die linke Woke, natürlich, das ist eine auch sehr heterogene Gruppe, aber für die, es gibt eine sehr viel Sensibilität für Minderheiten. Also eigentlich konnte man genau das erwartet bei Juden und stellt man aber fest, die Juden werden stückweise aussortiert. Sie gelten als privilegierte Minderheit. Also sie haben schon alles. Die Politik kümmert sich um sie. Und deswegen müssen wir nicht. So Juden werden immer so, gerade in diesem Milieu haben sie immer sehr schlechte Karten. Also Antisemitismus wird immer als Unterform von Rassismus gesehen und etwas, das irgendwie das kleinste Übel. Und vor allem, das passt nicht so richtig, weil die Welt wird so ziemlich klar zwischen Schwarz und Weiß in doppeltem Sinn, also von Gut und Böse, aber auch nach Hautfarbe aufgeteilt. Und Juden gelten als Weiße. Und von daher, ja, wenn sie Diskriminierung erleben und so weiter, das ist nicht so wirklich als Problem aus dieser Sicht. Aber es ist doch interessant, dass eigentlich der Impuls von 68 in diesem Land, der Impuls des Vorwurfs der Kindergeneration gegenüber der Sprachlosigkeit der Tätergeneration in diesem Land war. Der sehr emotional geführt worden ist. Also meine Generation, ich bin noch ein bisschen jünger als die 68er, aber das führte dazu, dass wir mit Aktion Sühnezeichen nach Majdanek gegangen sind, dass wir Erinnerungskultur im Sinne von Erinnerungsarbeit auch vor Ort gemacht haben. Wir erinnern uns an die Werf, mit der auch die Linke in diesem Land oder die linksliberale Gesellschaft gegen das Schweigen der Tätergeneration, der Eltern und Großeltern aufgestanden ist. Warum hat das dieses Land doch nicht nachhaltiger verändert, als wir uns vielleicht das alle eingebildet haben? Was ist Ihre Erklärung? Also Sie haben schon die Erklärung in sich. Also das ist wirklich eine Generationssache, eine Generationserfahrung. Ja. Nur um die Großverhältnisse zu sehen. Also im September 2001 waren 200.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor. Zwei Wochen nach der 7. Oktober
waren 10.000. Mhm. Also wir reden von 5%. Aber wenn man diese wiederum an diese 10.000 schaut, dann stellt man fest, dass der genau diese Generation ist, der über 50 oder sogar über 60 überrepräsentiert war. Und vor allem, was ist erschreckend, das ist die ganz junge Generation war dort selten zu sehen. Also das ist ein Thema, das wohl von der jüngeren Generation komplett ausgeklammert wird. Und vielleicht wird es ja auch nicht nur ausgeklammert, vielleicht wird es ja auch tatsächlich anders gesehen. Also vielleicht ist es ja auch so, dass die Politik Israels, die Besatzung in Gaza bei vielen Jüngeren das Leiden der Palästinenser, die Entrechtung der Palästinenser in Israel, also in den besetzten Gebieten, die Siedlergewalt, die wir auch in den letzten Jahren beobachtet haben, eine Regierung Netanyahu, die mit rechtsextremen Ministern eine scharfe Politik gegenüber den Palästinensern und Palästinenserinnen im eigenen Land durchgesetzt hat, dass das dann mehr Empathie für die palästinensische Seite hervorruft, ohne dass man vielleicht sagen muss, dass das Leid oder die Erinnerung an das Leid der Juden und Jüdinnen in diesem Land insbesondere deshalb an den Rand gedrückt ist. Oder vielleicht doch. Ja, das sind alle wichtige Punkte. Und vor allem, was die gerade diese Aspekte, also den Siedlungsbau der Netanyahu-Regierung, die Unterdrückung der Palästinenser, stellen uns alle, aber auch die jungen Menschen, vor eine Herausforderung. Das lässt sich in einem Wort zusammenfassen, zu differenzieren. Also diese Differenzierung fällt immer noch, gerade junge Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, extrem schwer. Also es gibt gerade diese Aspekte, die aber nicht passen in der Schwarz-Weiß-Aufteilung. In diesen sozialen Medien hat man nur eine Wahl. Entweder bin ich in einer Lager, also auf der palästinensischen Lager, dann poste ich und teile ich, was die pro-palästinensische Seite teilt, oder ich bin auf der pro-israelischen Seite. Und das muss noch gebrochen werden, aber dafür braucht man auch noch also einen Einblick in diese Komplexität dieses Konfliktes. Ja. Sie sagen Schwarz-Weiß, ich nenne das immer die Ja-Aber-Kultur. Wie schaffen wir es wieder, Empathie für beide Seiten zu kriegen, über die Lager hinweg und das auch zu erklären? Also nicht nur in einem Ja-Aber zu behaupten, sondern das auch tatsächlich nebeneinander stehen lassen zu können. Ja, wir haben ein grundsätzliches Problem, dass diese sozialen Medien werden nicht von Pädagogen oder von Historikern dominiert, sondern von Influencer, die oft ja in der Regel die vermarkten irgendwie Kosmetikprodukte oder Auslandsreise. Und in dieser Zeit, sie teilen bestimmte Fotos, zum Teil echte Fotos, zum Teil Montagen oder was auch immer. Die haben nur ein Ziel, gerade Emotionen hervorzuheben, aber Emotionen, die in eine oder eine andere Richtung sind. Und was fällt, ist, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit jungen Menschen rede, die auf den sozialen Medien unterwegs sind. Sie haben überhaupt keine Ahnung von der Geschichte des Konfliktes und sie haben kein Wissen über wirklich, was ist die politische Situation. Sie können überhaupt nicht unterscheiden zwischen Westbank und Gaza. Sie können nicht zwischen 48 und 67 unterscheiden. Für dies alles, entweder stehe ich auf der Seite der Palästinenser oder stehe ich auf der Seite der Israelis. Da müssen wir ran. Also wir haben zu lang in unserem Bildungssystem, in der außerschulischen politischen Bildung, den Markt überlassen. Aber wir müssen auch mit den Angeboten da vertreten sein. Also wir müssen auch versuchen, Influencer zu erreichen und sie dafür zu sensibilisieren. Es ist nicht, dass sie Influencer, die hunderttausende Follower haben, dass sie böse sind. Manchmal, und in der Regel, sie sind auch uninformiert. Also kann man die versuchen, die auch eine gewisse Differenzierung bei denen dann zu unterbringen. Aber wie schafft man das auch in einer Gesellschaft, die ja auch in Deutschland diverser wird, in der viele Muslime in diesem Land auch leben, die ja auch diese Bilder aus Gaza sehen, die Bilder von den Frühchen sehen, die im Schifferkrankenhaus nicht mehr versorgt werden können. Das sind ja auch sehr emotionale Bilder, die sehr viel Wut und Hass hervorrufen. Wie schafft man das auch in dieser Gesellschaft sozusagen, diese Menschen zu erreichen und dafür überhaupt eine Sensibilität zu erhalten, dass man sagt, es gibt auch das Leid der anderen Seite und es gibt ein Leid einer anderen Seite, das in diesem Land mit einer Geschichte verbunden ist, die es unterscheidet von anderen Ländern. Also erstmal sage ich Ihnen, Herr Restler, also diese Bilder brechen auch mein Herz. Also ich werde auch wütend, wenn ich die sehe und ich kann sie nicht sehen. Also natürlich
kann man sich nicht, also Empathie funktioniert nicht selektiv, also mindestens nicht bei mir. Also wenn ich Empathie vor ein Kind, der ermordete Kind in Kibbutz habe, dann habe ich auch Empathie mit einem Kind, der gestorben ist im Schifferkrankenhaus in Gaza. Das ist auf dieser emotionalen Ebene und das kann man das gar nicht das wegwischen und sagen, wir sollen irgendwie uns dran gewöhnen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt und das ist dann, was ich vorher versucht habe, stark zu machen. Und nämlich, wenn ich weiß, was ist der politische Kontext, das ist keine Gerechtfertigung. Also das mag sein, sehr wahrscheinlich, dass Israel auch übermäßig viel militärische Aggression an die Tage legt. Das kann sein, das kann man auch das anders machen. Also ich meine, ich bin zumindest kein Militärexperte. Aber das Grunddilemma, in dem Israel aktuell steckt, ich denke, kann man auch vermitteln. Mhm. Also was ist die Zukunft von Menschen in Gaza, wenn die Hamas weiterhin an die Macht bleibt? Ist die Zukunft das, weiterhin sozusagen sie in Isolation und Elend leben? Also kann man sich wirklich vorstellen, dass mit der Hamas irgendwann Gaza aus diesem Elend rauskommt, dass die Hamas dieses Stück Land irgendwie wieder aufbaut? Also es ist klar, in dem Moment, dass die israelische Militär zurückzieht, wird alles, was da reinfließt, dafür angewendet, um wieder Tunnel zu bauen, wieder Waffen zu schmuggeln, wieder Angriffe auf israelische Zivilisten zu machen. Und die Frage ist wie kommen wir raus aus diesem Teufelskreis? Und die Antwort muss klar sein. Wir kommen nur raus, wenn die Fundamentalisten von mir von beiden Seiten nicht mehr an der Macht sind. Und das beginnt einmal damit, dass die Hamas zerstört wird und vielleicht gemäßigte Palästinenser aus dem Autonomiegebiet dahin kommen und dann die Kontrolle übernehmen. Ich meine, die meisten Israelis sagen jetzt ganz klar, sie wollen Netanyahu los und seine Regierung und seine Politik. Und wenn wir irgendwann in diese Zeit kommen, wo diese Netanyahu-Regierung weg ist und die Hamas weg ist, das kann man vielleicht erstmal auf irgendwelche Lösungen hoffen. Können Sie mir das erklären? Weil andererseits hatte man den Eindruck, wir erinnern uns an die Bilder, 100.000 in Tel Aviv auf den Straßen gegen Netanyahu, gegen die sogenannte Justizreform. Sie haben das Staatsstreich genannt oder versuchten Staatsstreich genannt. Dann kam der Terror der Hamas. Die erste Reaktion, so wie man das hier wahrgenommen hat, war, dass die israelische Gesellschaft, jedenfalls der jüdische Teil der israelischen Gesellschaft, sich sehr stark dann doch auch hinter dieser Regierung, auch natürlich hinter dem Selbstverteidigungsrecht Israels und auch in der Zustimmung, dass es Angriffe auf Gaza gibt, dass die Hamas zerstört werden soll, dass sich die Reihen da geschlossen haben. Sie selber sind ja immer ein sehr scharfer Kritiker auch der Regierung Netanyahu gewesen. Wie sehr hat sich das in der Gesellschaft einerseits verändert? Wie sehr hat sich Ihre Haltung in diesen Momenten auch verändert? Also Sie sollen sich nicht täuschen. Also das stimmt, dass die israelische Gesellschaft zusammengerückt ist. Das passiert in jeder Gesellschaft, wenn sie so stark angegriffen wird. Aber sie ist zusammengerückt nicht hinter Netanyahu. Sie ist zusammengerückt, um ihre Existenz weiter zu erhalten. Denn gerade die Zehntausende Reservisten, die vor dem 7. Oktober gesagt haben, unter Netanyahu ziehen wir nicht in die Armee. Nach dem 7. Oktober war es keine Frage mehr. Also auch mein eigenes Bruder ist als Reservist hineingezogen in die Armee, weil es klar, das geht um unsere Existenz. Sie wollen uns alle umbringen. Also diejenigen, die Kibbutzim auf der Grenze zu Gaza, sind zu 85% Teil der Friedensbewegung. Ich habe eine sehr gute Freundin, die mit ihrem Mann umgebracht wurde. Die drei Kinder waren in jüdischer arabischer Schule seit der ersten Klasse. Sie haben fließend Arabisch gesprochen. Sie sind jede Friedensdemonstration gegangen. Sie hat sich darum gekümmert, dass Krebspatienten aus Gaza in Beersheba behandelt werden. Aber das hilft nicht. Das war für jeden Israeli klar in dem Moment. Hier geht es um eine fundamentalistische Terrororganisation, die will uns alle vernichten. Und das hat mit Netanyahu oder mit anderen nichts zu tun. Nichtsdestotrotz, in dem Moment, wenn dieser Krieg dann vorbei oder es kommt zwar eine gewisse Ruhe, ich mache es sehr, sehr vorsichtig, wenn ein Großteil der israelischen Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es 70% oder 80%, aber Großteil der israelischen Gesellschaft werden diese Regierung klipp und klar sagen, geh weg. Warum? Normalerweise würde man ja erwarten, dass
eine solche Situation das Land nicht nur zusammenrücken lässt, sondern auch hinter seine Regierung zusammenrücken lässt. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder häufig erlebt. Warum kann Netanyahu davon nicht profitieren? Also ich denke, jeder Israeli ist, oder fast jeder Israeli ist inzwischen klar, dass der Versuch von Netanyahu, die Demokratie auszuhöhlen, zu untergraben, ein Großteil von den Versagen ist, warum die Israel so unvorbereitet war. Die Armee war beschäftigt mit diesem internen Konflikt. Offensichtlich wurde der Blick nach Gaza vernachlässigt. Die Siedler haben sehr viele Soldaten dann durch ihre Provokationen dann in diese Gebiete in Westjordanland gezogen, um sozusagen zwischen Siedler und Palästinenser zu stehen. Genau die Soldaten, die dann am 7. Oktober an die Grenze zu Gaza gefällt haben. Das sind offensichtliche Versäumnisse. Und zusätzlich, man sah ab dem 7. Oktober, dass die Regierung so gut wie nicht funktioniert hat. Mhm. Was in Israel funktioniert hat, war die Zivilgesellschaft. Die ganze Protestorganisationen, die sich über WhatsApp-Gruppen und alles anders, die sich versammelt haben in der ersten Halbjahr, die waren diejenigen, die plötzlich Matratzen gesammelt haben und geschickt vor die Flüchtlinge, die aus der Kibbuzim und die Dörfer geflohen sind. Es gibt ja die Erklärung, dass man sagt, das Schutzbedürfnis der israelischen Gesellschaft ist ein großes, ein nachvollziehbar großes, und eine Regierung, die diesem Schutzbedürfnis in diesem Staat nicht Rechnung trägt, hat keine Chance, wiedergewählt zu werden. Dass also der Terror der Hamas, dass der möglich war, auch als ein Defizit des Schutzauftrags dieser Regierung gegenüber der eigenen Bevölkerung wahrgenommen worden ist, und dass deshalb Netanyahu an Zustimmung verliert. Erste Frage, sehen Sie das auch so? Das ist sicherlich Teil dieser Anti-Netanyahu-Ressentiment, das gibt es jetzt in der Bevölkerung. Also das Gefühl, die Regierung, die Armee hat uns im Stich gelassen. Das, genau, dieser Auftrag zwischen Regierung, Armee, Staat und der Vertrag zwischen Staat und Bevölkerung wurde abgebrochen, weil die Menschen waren schutzlos ausgeliefert. Mhm. Und das ist ein Trauma. Ich denke, dieses Trauma wird auch nicht in den nächsten 10 Jahren so schnell heilen. Auf der anderen Seite die Unterstützung dieser Regierung für radikale Siedler, die jetzt auch mit brutaler Gewalt gegen palästinensische Dörfer vorgehen. Wir haben schlimme Geschichten gehört, die wir im Einzelfall jetzt nicht bestätigen können. Aber es scheint ja so zu sein, dass einige Dörfer mit brutaler Siedlergewalt da platt gemacht worden sind. Auch die Bilder aus Gaza, auch die Bilder aus dem Schifa-Krankenhaus. Was bewirkt das in der Gesellschaft? Könnte das auch dazu führen, dass der Rückhalt für diese Regierung, auch für diesen Militäreinsatz, den es im Augenblick gibt, schwindet in Israel? Also einmal muss man feststellen, dass die israelische Bevölkerung, egal wie sie politisch steht, erstmal sehr traumatisiert ist. Dass die Leute, viele haben auch Verwandte oder Freunde, die gerade in Gaza verschleppt sind. Wenn man dort lebt, ist es schwer, dann ihnen wieder den Blick von hier, wir schauen so aus der Vogelperspektive alles, was passiert. Ja, ja. Das tue ich auch, wenn ich mit Freunden und mit Familie in Israel telefoniere, erkläre ich auch ausführlich, was in Westbank passiert, was in Gaza passiert. Aber das wird in der israelischen Öffentlichkeit aus meiner Sicht aus verständlichen Gründen erstmal ausgeklammert oder nicht so in die Vehemenz transportiert, dass wir das hier, wie wir das hier erleben. Palästinenser und Juden leben ja in Israel nebeneinander in vielen Städten. Das heißt, man bekommt ja auch die Wut und das Leid der anderen mit. Wie sehr ist in Israel der Blick für das Leid der anderen auch angesichts dieser Bilder da? Oder sagen Sie, wie Sie es gerade gesagt haben, dass das Trauma des 7. Oktober das gar nicht ermöglicht gerade? Also natürlich, wenn ich mit einzelnen Freunden spreche, dann haben sie Empathie auch vor der Situation der Palästinenser. Und die Siedler haben, also gerade mit den letzten Gewaltaktionen, aber auch davor, keine große Unterstützung in der Bevölkerung. Also die meisten Israelis finden die Siedler nicht gut. Also ob sie genug tun, um die Siedler dann am Zaun zu halten und genug Druck machen, damit sie aufgehalten werden, steht woanders. Aber so generell ist die durchschnittliche Meinung von den Israelis über Siedler ist nicht positiv. Mhm. Aber ich vermisse genau wie Sie eine mehr Empathie in die israelische Bevölkerung für die palästinensische Bevölkerung.
auf der anderen Seite der, also der grünen Linie, also im Westbank und in Gaza. Die Situation von Palästinensern mit israelischer Staatsangehörigkeit ist besonders schwierig. Sie stehen sozusagen dazwischen. Ja. Einerseits gibt es israelische Palästinenser, die am 7. Oktober von der Hamas umgebracht wurden. Das wird oft in der Berichterstattung. Ne? Das wird vergessen und ich habe auch palästinensische Freunde, die ihre Cousins oder ihr Bruder verloren haben, zum Beispiel in diese Rave-Party. Auf der anderen Seite, die sind verbunden auch mit den Palästinensern auf der anderen Seite, in den besetzten Gebieten oder in Gaza. Und die versuchen hier so einen Seiltanz zu machen. Also einerseits, sie sind nicht für die Hamas und wollen sich davon abgrenzen, aber andererseits, die wollen ganz klar ihre Kritik an die Militäroperationen von Israel ausdrücken. Das ist keine leichte Aufgabe für die momentan. Aber vielleicht, was gut ist, wir haben zum Beispiel in 2021 gesehen, dass innerhalb der israelischen Städte, in sogenannten die Mixstädten, wirklich diese Bevölkerungsgruppen aufeinander losgegangen sind. Mhm. Also ich rede über israelische Bürgerinnen, Palästinenser und jüdische Israelis, die regelrecht sich so Kämpfe geliefert haben mit Steine und Messer und was auch immer. Seit 7. Oktober oder in dieser Runde gibt es das nicht. Also da gibt es auch viel mehr so Initiativen, wo israelische Palästinenser und jüdische Israelis dann zusammenhalten und sagen, wir stehen zusammen auf diese humanistische Seite. Also insofern ist doch so ein kleines Lichtblick. Aber das ist interessant, dass Sie Humanismus ansprechen. Vielleicht ist ja genau das der entscheidende Punkt als Mittel gegen diese Dehumanisierung, die ja auch in der Polarisierung steckt. Also in dem Moment, in dem ich keine Empathie für das Leid der anderen habe, in dem Moment, in dem ich nur noch auf meine Seite schaue, nehme ich den anderen ja auch als Menschen nicht mehr wahr, sondern teile das Menschliche. Und das, was ja eigentlich das Prinzip jeglichen Humanismus ist, ist die Unteilbarkeit der Menschenwürde. Also wäre das eigentlich der Weg, Humanismus als Gegengift für die Polarisierung, sowohl wie wir sie in Israel erleben, aber wie wir sie auch hier in Deutschland erleben, das nochmal ganz neu auch als pädagogisches Konzept zu denken? Ja, also Humanismus ist ein großes Wort und wie wir es runterdeklinieren. Ja. Genau, muss man das runterdeklinieren und vor allem, also ich denke, meine Operationalisierung dieses Begriffs ist immer innerhalb der Gesellschaften zu schauen und sehen, wo sind die humanistischen Kräfte und wo sind die fundamentalistischen Kräfte. Also dass die Israelis die Fähigkeit haben, in die palästinensische Gesellschaft hineinzuschauen und sagen, mit diesen Palästinensern, die sind unsere Partner, mit denen wollen wir zusammenarbeiten und das sind unsere Feinde, die sind nicht alle Hamas. Und genauso auf der palästinensischen Seite, was sie schauen, die sind nicht alle Netanyahu. Es gibt auch viele Israelis, die auf die Straße gehen gegen Netanyahu. Also diese Differenzierung innerhalb des Konflikts zu vermitteln und auch, ich denke, das ist für uns auch gar nicht schlecht, diese Differenzierung zu haben. Also raus aus dieser ich bin pro-Palästina, ich bin pro-Israel, hin zu einer ich bin für die humanistische Kräfte an beide Seiten und ich bin gegen die fundamentalistische Kräfte auf beide Seiten. Ich würde trotzdem noch mal kurz auf Empathielosigkeit. Es ist interessant, dass Sie sagen, innerhalb der israelischen Gesellschaft ist es zwischen den arabischen und den jüdischen Teil der Gesellschaft überhaupt nicht polarisiert geworden, sondern dass man sich doch hinter diesem Kampf gegen den Terrorismus einerseits auch in der Kritik in dem, was in Gaza stattfindet, einig ist? Also das tendenziell natürlich haben die Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit, sie merken, ich hatte so ein bisschen der Begriff, weil sie selbst, der fragt der eine, der sagt, ich bin Palästinenser, der andere sagt, ich bin israelischer Araber. Und das ist immer, deswegen versuche ich das mal so. Okay. Aber generell, sie haben natürlich mehr Empathie und mehr Solidarisierung mit der Bevölkerung in Gaza als in der jüdischen Bevölkerung. Ja. Also das liegt auf der Hand. Sie haben auch viele, die verwandt haben, die in Gaza oder im Westbank. Auf der anderen Seite, sie sind Teil der israelischen Gesellschaft. Und die leiden gerade, also wenn eine Rakete dann fliegt aus Gaza, die kann genauso auch auf ein Haus von Araber wie auf ein Haus von einem Jude fallen. Und von daher, die sind sozusagen politisch nicht deckungsgleich mit den jüdischen Israelis, aber doch, und das sehen wir das 7. Oktober, das gibt es noch eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge ist wichtig, um so einen Zusammenhalt zu schaffen. Aber
trotzdem noch, ist es die Schnittmenge 7. Oktober oder ist es auch eine Schnittmenge, ich meine, mit Zunahme der Bilder, die wir aus Gaza sehen. Wir sehen die Angst vor Vertreibung in der palästinensischen Bevölkerung. Wir sehen, dass die Menschen, dass es Fluchtkorridore gibt, aber dass es eine Unterversorgung gibt, selbst oder auch in den Gebieten, wohin die Leute fliehen. Es gibt eine große Kritik internationaler Organisationen. Die WHO hat das sehr scharf kritisiert. Selbst der Weltsicherheitsrat hat sogar völkerrechtlich bindend mit Enthaltung der USA längere Feuerpausen vorgesehen. Das heißt, es wird ja zunehmend evidenter, dass das, was in Gaza stattfindet, völkerrechtlich, ich sag mal, mindestens zweifelhaft sein könnte. Wie sehr kommt das in der israelischen Gesellschaft an und wie sehr verbindet auch das möglicherweise dann die Gruppen, die Sie gerade genannt haben? Also ich erkenne jetzt in der israelischen Gesellschaft noch nicht eine starke Gegenkriegsbewegung. Also ausgehend vom palästinensisch-arabischen Teil der auch nicht, von palästinensischen Israelis, die auch, muss man sagen, sie sind in einer schwierigen Situation. Also die wollen auch nicht so schnell als der Gegenseite dann gesehen werden, als der Feind. Sie müssen immer dann hier, also es ist ein Balanceakt, einerseits die Solidarität mit den Brüdern und Schwestern in Gaza und Westjordanland aufrechtzuerhalten, andererseits von der Mehrheitsgesellschaft in Israel nicht als Verräter gesehen zu werden oder sogar als Feind. Und von daher, ich denke nicht, dass so eine Antikriegsbewegung dann ausgerechnet von der israelisch-palästinensischen Bevölkerung kommt. Was wir vielmehr sehen, und ich denke, da gibt es auch sehr viel Potenzial, ist denn durch die Solidarisierung mit den Verschleppten, der Ruf ist, dann macht Feuerpause. Dann werden die Geiseln, die Kinder, die Frauen, die werden umgebracht. Wir haben auch gesehen, dass von Schiffern Krankenhaus sind einige Leichen von Verschleppten, von Geiseln geborgen. Das bedeutet, hier sind auch so diese Familien der Geiseln haben auch eine moralische, können einen moralischen Druck auf die Regierung üben. Vielleicht habe ich die zweite Frage vor der ersten gestellt. Vielleicht hätte ich erstmal fragen sollen, wie sehr kommt diese Kritik, die ich gerade genannt habe, also von UN-Behörden, von der Weltgesundheitsorganisation oder jetzt vom Weltsicherheitsrat, wie stark kommt diese Kritik in der israelischen Gesellschaft an? Also die Kritik wird wahrgenommen, es wird darüber berichtet, darüber diskutiert. Zugleich gibt es in Israel ein starkes Gefühl, dass ungerecht behandelt zu werden. Also die Israelis fragen sich immer wieder, alle Leute, die uns jetzt predigen, wie würden sie in unserer Situation agieren? Und wie glaubhaft stehen sie auf unserer Seite? Weil die Israelis vergessen nicht, dass drei Tage nach der 7. Oktober eine UN-Resolution gab, drei oder fünf Tage, wo die Hamas nicht mal erwähnt wurde, sondern nur Israel verurteilt wurde. Deutschland hat sich enthalten. Und ich denke, dass in der israelischen Bevölkerung eine gewisse Skepsis gibt gegen die ganze, gegen UNO und andere, andere Menschenrechtsorganisationen, kann man nicht völlig als unbegründet sehen. Also es gibt eine, wenn der UNO wieder reflexhaft, also nach dem Massaker, sich ganz klar auf der Seite Israel gestellt hätte und die Hamas ohne Wenn und Aber verurteilt hätte, dann wäre diese Organisation vielleicht auch mehr Kredit in der israelischen Bevölkerung, wenn die Kritik an Israel gerichtet wird. Aber wenn die Israelis sagen, egal was wir tun, egal was uns passiert, wenn wir abgeschlachtet werden, werden wir von der UNO verurteilt. Wenn wir Gewalt ausüben, werden wir auch verurteilt. Also von daher, ja, kann man das irgendwie drüber hinwegschauen. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Aber wir haben so viel heute über Empathie gesprochen. Also können Sie dann sich in diese in diesen Blick hineinversetzen? Immer, egal was passiert, immer verurteilt zu werden. Würden Sie einer Institution Glaubwürdigkeit schenken, die, egal was sie tun, immer sagen, die sind der Täter? Na gut, es gibt ja auch die völkerrechtswidrige Besatzung. Es gibt natürlich die Entwicklung, wenn man von den Verträgen, von den Oslo-Verträgen ausgeht und sieht, was in Israel passiert ist, dass es ja von völkerrechtlicher Seite fast unumstritten
Kritik an der Siedlungspolitik, an der Nicht-Einhaltung der eigentlich vorgesehenen Zwei-Staaten-Lösung gibt. Also es gibt ja durchaus völkerrechtlich nachvollziehbare Kritik. Damit will ich nicht sagen, dass die ständige Verurteilung Israels durch UN-Behörden unbedingt gerechtfertigt ist. Aber das ist völkerrechtlich. Ganz spezifisch aber zu dieser Entscheidung. Wenn ein paar Tage nach einem so einem Massaker in einer Resolution zu Israel nicht mal die Hamas verurteilt wird. Ja. Also das hat nicht mit der Besatzungspolitik zu tun. Nein, das also verstehe ich. Den Punkt verstehe ich. Und das wiederholt sich immer wieder. Ja. Also der UN-Menschenrechtskomitee. Wir wissen, was gibt es auf der Welt, was Menschenrechtsverletzungen angeht. Israel tut es auch. Aber es gibt nur ein Land. Und wer das verurteilt, ja. Und es gibt nur ein Land, die immer diskutiert wird. Das ist Punkt Nummer 7. In jeder Sitzung der UN-Menschenrechtskomitee gibt es Punkt Nummer 7, das heißt Israel. Und dann wird über Israel diskutiert. Das ist auch dieser doppelte Maßstab, die immer wieder angelegt wird an Israel. Wirklich was tragisch drin, dass die berechtigte Punkt, das Sie erwähnt haben, die Besatzung von 1967, der Siedlungsbau, also wenn man wirklich auf diesen Punkt dann beharrt, nur auf die kritisiert, aber zugleich auch die andere Seite, die Hamas, dann hätte gerade die UN und Menschenrechtsorganisationen und Menschenrechtskomitee in Israel viel mehr Ansehen. Die hätten viel mehr Einfluss auf die Situation. Aber sie haben, ich muss sagen, in Bezug auf Israel wirklich nicht verdient, weil sie nicht in der Lage sind, eine objektive, eine ausgewogene Position einzunehmen. Und ja, sie haben es auch selbst gesagt, wenn Israel verurteilt wird wegen Situation der Frauen von Staaten wie Iran oder Saudi-Arabien, die da in der Menschenrechtsrecht oder Frauenrecht sitzen, das ist Das sagen Sie zu Recht. Wie sehr hat Sie das dann enttäuscht, dass die Bundesregierung sich enthalten hat? Und wie sehr können Sie die Argumente dieser Bundesregierung, die ja gesagt hat, sie hätte sich vor allem deshalb enthalten, um eine Vermittlerposition auch zu den arabischen Staaten offen zu halten? Wie sehr hat Sie das überzeugt? Also ich habe Frau Baerbock geglaubt, dass sie von wertegeleiteter Auslandspolitik gesprochen hat. Aber damit hat man was in die Welt gesetzt. Also es geht doch uns nicht nur um Realpolitik, sondern es geht uns, Bösheit zu benennen und irgendwie wegzuschauen. Wenn eine fundamentalistische, islamistische Terrororganisation so ein Massaker einrichtet, in einer Resolution nicht in der Lage, diese Terrororganisation zu verurteilen, das ist nicht ein Moment, wo man sich enthält, aus dem Grund auch immer. Das ist ein Moment, wo man einfach ganz klar eine Position bezieht. Und das ist genau das Problem. Man startet moralisch falsch und da kann es nicht wieder zurechtbiegen, weil man verliert dabei eine Glaubwürdigkeit. Das heißt, Sie halten die Entscheidung für falsch, dass es die Deutschland sich da enthalten hat in dieser Frage. Das ist eine traurige Entscheidung, Es gibt ja durchaus auch aus Israel Kritik am Verhalten jetzt der israelischen Armee in Gaza. Es gibt natürlich Grundsätze des Völkerrechts, Verhältnismäßigkeit, Schutz von Zivilisten, Versorgung der Menschen, die den Gazastreifen nicht verlassen können. Wächst da was an Kritik im eigenen Land oder glauben Sie, das sind einzelne Stimmen? Also ich habe schon vorher gesagt, ich denke sozusagen, wo ist in die gerade sozusagen eine Bewegung in der israelischen Bevölkerung beginnt, ist bei den Familien und Angehörigen der Geiseln. Mhm. Also die sind jetzt gerade die treibende Kraft der Kritik an die Regierung. Mhm. Und sie haben für viele Israelis eine sehr nachvollziehbare und empathische Punkt, denn sie reden über ihre eigenen Kinder, die da versteppt wurden, die unter der Erde sind. Und wenn sie für Waffenruhe plädieren und sagen, das muss irgendwie aufgehört werden, werden sie in der Bevölkerung viel mehr gehört werden als irgendwelche Kritik aus dem Ausland oder den Vereinigten Nationen. Und ich denke, sie bewirken gerade was. Und ich muss sagen, ich weiß, das ist eine unpopuläre Position, was mich angeht. Ich bin auch sehr unentschlossen, was soll Israel gerade in dieser Zeit machen. Also ich würde es genauso sehen, diese Angriffe und auf Krankenhäuser, auf die Versorgung, das ist schlimm und das ist unerträglich. Aber auch für mich. Kein Strom, keine Wasserversorgung mehr gibt.
Auf der anderen Seite auch der Gedanke, dass wir machen jetzt, dass okay, dann jetzt Ruhe, wird wieder alles gemacht und die Hamas kommt wieder an die Macht, das ist auch unerträglich. Also das sind zwei Optionen, die für mich dermaßen unerträglich sind, dass ich kann überhaupt nicht einsehen. Und was ich vermisse, ist bei diejenigen, die zu Waffenruhe aufrufen, egal auf der Politik oder auf der Straße, hier nochmal ein bisschen Weitsichtigkeit. Das bedeutet Waffenruhe und, also Waffenruhe und Friedenstruppe von den Vereinigten Nationen oder Waffenruhe und was, also was soll denn kommen? Also abgesehen, dass wir wollen, dass diese schlimmen Bilder dann aufhören, aber es klingt sehr, sehr makaber, aber ich sage jetzt trotzdem, ich finde, es ist so ein bisschen kindische Haltung. Einfach zu sagen, ja, hört mal auf. Das hat man, diese Aufrufe zu Waffenruhe hat man schon sozusagen in der ersten Woche gehört. Aber mir fehlt einfach eine Vision. Mhm. Was soll passieren? Kann man auch die Israelis sagen, okay, ihr müsst damit wissen, die Hamas ist unbesiegbar, ihr müsst dann irgendwie eine Mauer von 10 Meter Höhe und 5 Meter breit und euch die von Gaza trennen? Oder was wollen wir von den Israelis? Mhm. Was ist unsere Vorstellung? Die andere Vision ist die Vision oder die Utopie der Zerstörung der Hamas. Glauben Sie, dass die Hamas, und ich meine jetzt nicht operativ das, was in Gaza stattfindet, sondern das, was als Ideologie der Hamas in der Westbank, in den Flüchtlingslagern im Libanon oder in Jordanien ja überall vorhanden ist, was jetzt dieser Krieg und diese Bilder anrichten an Radikalisierung, die wir ja schon erleben, auch in der Westbank. Wir sehen Kinder, die demonstrieren mit radikalen Parolen. Glauben Sie, dass diese Vision von der Zerstörung des Terrors der Hamas eine ist, die man im Augenblick gerade wirklich erreicht? Also aus meiner Sicht ist die Vision ist nicht der Zerstörung, sondern die Vision muss eigentlich Aufbau sein. Mhm. Also ich frage mich nicht, wie die Gaza zerstört werden kann oder soll, sondern wie Gaza aufgebaut werden kann und soll. Aus humanistischer Perspektive, aber auch aus der israelischen Perspektive ist ein großes Interesse, dass den Leuten in Gaza gut gehen wird. Mhm. Und die Frage, wie kann das passieren? Gibt es ein Szenario, dass die Hamas in Gaza an die Macht bleibt und den Menschen in Gaza gut geht? Meine Antwort, nein. Diese Option geht nicht. Übrigens nicht nur wegen dem Konflikt mit Israel, auch wenn sie Schwule sind, wenn sie Frauen, die kein Kopftuch tragen oder einfach Leute, die sich für Frieden interessieren, allen wird es schlecht sein. Von daher, wir müssen uns fragen, wie kann man die Hamas so stark dezimieren, dass moderate Kräfte an die Macht kommen. Also wie kann beispielsweise die palästinensische Autonomiebehörde, der Fatah-Bewegung, der PLO, dann wieder nach Gaza bringen, damit sie diesen Aufbau von Gaza wieder aufnehmen. Wir brauchen vor Gaza einen Marshallplan, genau wie nach Deutschland nach 1945. Also die Zerstörung der Hamas, die Zerstörung der Ideologie der Hamas kann, wenn ich es richtig verstanden habe, am Ende nur darin bestehen, dass die Palästinenser in Gaza, in der Westbank, auch zu ihren Rechten kommen. Nur dann kann es tatsächlich gelingen, diesen Terror zu besiegen. Weil im Augenblick erleben wir das Gegenteil. Im Augenblick erleben wir eine unglaubliche Radikalisierung, also die ja zu beobachten ist, vor allem auch in der Westbank, also wo wir ja sehen, wie die Leute da auf die Straßen gehen. Das hatten wir schon erlebt, als wir im April darüber gesprochen haben. Und es ist ja nicht nur die Hamas, es sind ja militante Gruppen, die sich gar nicht ausdrücklich der Hamas zuordnen, sondern die sich da eigenständig organisieren und bewaffnen. Von anderen terroristischen Organisationen, von Hezbollah, ganz zu schweigen im Libanon. Wenn man das wieder aus den Köpfen rauskriegen will, es scheint mir eine Mammutaufgabe zu sein, angesichts dessen, was diese Bilder, die wir jetzt auch aus Gaza sehen, in den Köpfen und Seelen der Palästinenser weltweit anrichten. Also ich würde vielleicht an einen Satz noch nachhaken, die Palästinenser an ihre Rechte kommen. Mm. Da sind wir beide sehr schnell einigen, was sind ihre Rechte, nämlich die in Westjordanland und Gaza einen palästinensischen Staat zu haben. Wenn man die Leute in Gaza fragt, was ist eure Rechte, die würden sagen, also nicht alle, aber viele, wir sagen Rechte, dass wir sozusagen from the river to the sea, vom Mittelmeer zu Jordanfluss. Also wir haben hier... Ich rede von der völkerrechtlichen Position, nicht von dieser Position. Aber das ist wirklich, ist wichtig, dass wir hier genau hinschauen, was sind die Wünsche von Menschen,
auf die israelische Seite, mhm. auf die palästinensische Seite und was sind die Ansätze, die eine bessere Zukunft auch sichern können. Mhm. Und wenn wir sagen beide, ja klar, der international anerkannte Grenze, dann müssen wir aber auch dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die dort an die Macht sind, sind sie diejenigen, die auch bereit sind, auf die Vision des großen Palästina von der River to the sea zu verzichten. Das sind nicht die Hamas. Von daher ist es wirklich, also für mich ist wirklich die Frage, wie können wir in die israelische und die palästinensische Gesellschaft gerade diese Stimmen stärken? Und Waffenruhe ist nicht unbedingt der richtige Mittel, um das zu tun. Das ist vielleicht eine komische Frage zum Abschluss. Und eigentlich hasse ich solche Fragen, aber in dem Moment und in dieser Lage drängt sie sich fast auf. Könnte in all dem Elend, das wir gerade erleben und in all diesem Leid, was wir erleben, die Chance liegen für Israel und für die Palästinenser? Ja, ich habe genau dahin versucht, den Blick zu lenken. Also ich denke, ich meine, es ist so viel Leid an beide Seiten seit dem 7. Oktober ergangen. Und diese Abwärtsspirale kann immer noch mal drehen und es kann noch schlimmer sein. Aber es kann auch ein Moment sein, dass es eine Zäsur wird, die in die andere Richtung gelenkt. Also nach dem Abgrund von Yom Kippur-Krieg 1973 kam der Frieden zwischen Ägypten und Israel. Also der Erzfeind Israel war Ägypten bis der Friedensabkommen und dann, das kam nach dem Krieg als Spätfolgen des Krieges. Und es kann sein, dass das wäre ein Moment, wo Israelis und Palästinenser, wenn wirklich die gemäßigte Kräfte, wenn friedliche Kräfte dort Chance bekommen, wenn sie genug unterstützt werden, das kann ein Moment sein, dass dieser Teil der Bevölkerung doch sich durchsetzt. Das ist die einzige Hoffnung, die ich mir habe. Und ja, kann mich nur wiederholen, ich wünsche mir, dass aus dieser schlimmen Zeit, aus diesem schlimmen Krieg, sowohl die Hamas zerstört wird, als auch, dass die Regierung, die zum großen Teil rechtsextremistische Regierung Netanyahu, aus der Macht kommt, damit für Palästinenser und Israelis eine neue Zukunft möglich wird. Herr Mendel, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr eindrücklich. Schön, dass Sie heute da waren. Schön, dass ihr heute dabei wart. Das war eine außergewöhnliche Ausgabe von Studio M. Wir werden uns weiter mit diesem Thema nicht nur hier bei Studio M, sondern auch bei Monitor beschäftigen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert unseren Kanal und ich sage Tschüss aus Köln. Bis zum nächsten Mal.